Willkommen zurück zu Mario Search for the 8 Kronjuwelen. Vor der 8 Unterhosen. Ja, vor der 8 Unterhosen. Also, ich bin echt ein bisschen geflasht von meinem Können gerade. Entweder bin ich heute zu doof für Mario, oder es liegt wirklich an diesem minimalen Delay, den ich habe im Springen. Eigentlich fällt der kaum auf. Man muss echt dazu sagen, der fällt kaum auf. Aber also, mir fällt er zumindest nicht auf. Du bist ja auch Hoster. Ich bin nicht Hoster. Ne, du hast aber das Spiel gestartet zumindest mal. Ja gut, das habe ich gemacht, ja. Ich weiß nicht, ob das. Hast du das gesehen? Ja. Bei mir warst du schon in den Manchern drin. Oh, ich liebe es. Ich warte auf den ersten Sprung-Sound-Bug. Ja, das auch. Wenn der Sprung-Sound so toll rumbuggt und dieses. Damit wird jedes Level zu einem Geisterhaus-Level. Oh Gott, ey. Ach, Scheiße! Verdammt! Hallo, ich bin eine große Rakete und ich möchte gerne Luigi töten. Ich möchte mit dir spielen. Da mal gucken, wie das jetzt hier funktionieren soll. Da war. Oh, oh Gott! Oh Gott! Der Sprungsound hallt immer noch nach. Nee, nee. Oh mein Gott. Ja! Oh Mann. Progress! Und ich darf das Schloss. Oh nein. Warum kriege ich immer die Scheißlevel? In den einfachen Level verkacke ich. Das ist. Ist doch zum Mäusemelken. Und ich bin klein. Vor allem die Lebensanzahl. Ich habe 8 Leben mehr als Mario. Das ist schon mal eine Sache. Aber ich habe noch einen Pilz da oben drin. Was war das für ein Schloss? Wen hat's gewundert? Es ist. Böse Yoshi's Busch. Island Musik. Du bleibst bitte liegen. Dankeschön. Yoshi's Island Musik? Das ist. Yoshi's Island Musik! Okay. Langsam. Ich werde gehetzt von hinten. Und langsam. Ist, ja. Da ist ein Pilz drin. Ja, da ist ein Pilz drin. Warum komme ich hier nicht. Ich sehe es kommen. Ich springe in die Flammen rein. Diese Willkür hallo? Von Mabo 7. Ja. Hallo, Ball and Chain. Bomb. Oh. Stirni. Ich habe irgendwie immer Angst, dass da unten Lava ist, wenn ich irgendwo runterspringen. Wow. That skill. Next. Da unten ist Lava. Da oben führt ein Weg lang. What? Ach nee, ich glaube, da waren doch bei Yoshi Island diese komischen Viecher drin, die da immer was runtergeworfen genau, haben. Genau, genau. Habe ich, ich als Let's Play auch zum ersten Mal durchgespielt. Ich habe es bis zur ersten Röhre geschafft. Das ist schon mal viel wert. So. Boing. So. Was willst du überhaupt? Hier. Also ganz ehrlich, der Schwierigkeitsgrad, der. Der variiert, zum Ende der variiert. Anschlägt, ja. Ist nicht. Was die Entscheidung rechtfertigt, nur Pilze zu nehmen. Ja, das stimmt. Wenigstens Blumen hätte man mit dazu nehmen können. Ich brauche keine Federn, aber Blumen wären nett gewesen. Ach, der Lakito-Kampf, genau. Einmal. Und zwei. Fies! Nö. Oh Gott, oh. Schaffe ich das jetzt überhaupt noch? Nicht. Ich glaube nicht. Nein! Oh, also so auf jeden Fall nicht. Ah! Oh! Holy moly! Ja, so auf jeden Fall nicht. Moment, war das nicht der Hack, wo der Level Holy Moly vorkam, oder war das bei Mario Giz Up? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Hey, wir haben eine rote Unterhose. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, jetzt sehe ich da drin nur noch Unterhosen. Hey, ich hab ein Level geschafft. Wie toll ist das denn? Applaus. Oh. Applaus, Applaus. Ja, das sind immer noch 7 andere Unterhosen. Mario has defeated Lucky 2 and got the first Unterhose. But, but there are still 7 Unterhosen left and there does the pipe. Where does the pipe lead to? The pipe. In böse Gefilde. Das Böse! Blaubers Bube! Komm schnell her, ich hab das Böse! Die Musik ist kaputt. Ja, die kommt gleich wieder. Alabastia! Da wurde's. Oh nein, ich hasse Wälder. War es der Hack? Ja, okay. Warum haben wir den Hack angefangen? Was hat mich da geritten? Oh! Ich weiß ganz genau, warum ich die Gasse! Oh ja, okay. So viel dazu. Ich hasse diese Ranken. Es steht immer noch 3 zu 1 für mich.
Also wenn es für Fails Punkte geben würde, würde es 3 zu 1 für mich. Ach ja, Fail-Counter. Los, ja, Leute. Aber ich warte drauf. Der erste, der Tidoman unter meinen Kommentaren schreibt so gerne Fail-Counter. Ich wäre jetzt gar nicht runtergegangen an deiner Stelle. Nein! Warum hältst du dich nicht an der Ranke? Mario hat Hände nicht wie ein Bagger. Und er greift nicht nach der Ranke. Er tut's einfach nicht. Oh, ich habe nur noch 3 Leben. Das ist ja das Schlimme. Oder habe ich wieder 4? Er hat Hände wie ein Bagger. Ich gehe da jetzt überhaupt nicht runter. Ich scheiß auf die Yoshi-Coin. Scheiß auf die Yoshi-Coin. Tschüss. Nö. Da war ich so froh, dass nicht nur ich die Fails mache und dann passiert sowas. So einen Scheißdreck fange ich gar nicht erst wieder an. Vor allem, meine Zuschauer wissen, welche Probleme ich mit Ranken bei Mario-Spielen habe. Nicht nur du, ich hasse Ranken bei Mario-Spielen. Ich kann einfach nicht davon abspringen. Kann ich auch nicht. Mir rutscht gerade übrigens das Headset vom Kopf. Tschüss, Headset. So, lass mal ein bisschen einstellen. So, hier an dieser Stelle... Nein! Das sah so Dreckskrupa, ey, du blöde Drecksau! Es sah so episch aus. Es sah einfach so episch aus. Okay. Hallo Pilz. Es fängt an, Mario, der Frostlevel. Warum? Der Frostlevel. Ich hasse Wälder und ich weiß warum. Hallo. Wow, 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 wow. Einst war Mario Hex relativ human und toll, doch dann kam die Mavo-Nation und alles änderte sich. Ja. Die Legende von Ong. Du Drecksau. Du stehst auf meiner Liste. Oh, 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 oh. Viel Spaß. Okay, 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 okay. Scheiß auf die Yoshi-Coin, einfach weiter. Fortschritt. Tschüss. Nein, ich will den Pilz nicht, der ist böse. Der Pilz hat das Böse. Da ist bestimmt wieder Pilz drin. Blauer Spurbel, kommst du her, ich hab die Pilzsuppe. Da war kein Pilz. Okay. Ha, eine hab ich. Bleib mal kurz mit Mario geduckt stehen und schau an, wie das aussieht. ja. Bitteschön. Ja, ich sag dazu es nichts. Bleib in deinen Träumen. Ui. Ja, klar, da ist das Level zu Ende. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass jetzt irgendwas noch passiert, aber... Ich auch. Ja. Und bei Mavo bin ich... Bei Mavo kann man Ziel. Sich ja nie sicher sein. Oh, Ziel! Aufpassen! Hat das Level... Secret Exit. Oh ja, das Level hat ein Secret Exit. Brown Cave. Warum? Ist sie zugeschissen? Ja, da hast du bei deinem alten Frage, Projekt auch gesagt, oh, das sieht dir überhaupt nicht zweideutig. Ein treuer Zuschauer. Sowas kommt zu selten vor. Ich bin gerührt. Man ist dann ein treuer Zuschauer, wenn man weiß, was in alten Projekten gesagt wurde. Ja, selbst ich weiß nicht mehr, was in alten Projekten von mir gesagt wurde. Ich weiß nur noch, dass ich den Power... Ich habe nur noch den Power Swamp im Kopf. Ach, Donkey Kong Musik haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Das hatten wir echt schon lange nicht mehr. Was war das? Ich habe gerade echt überlegt, aus welchem Donkey Kong Teil das ist, aber das ist aus dem ersten. Ist aber die beste Musik aus Donkey Kong zusammen mit der. Ist das nicht Fabrik. Die aus der Höhle? Hä? Was? What the fuck? Was? Das werten wir jetzt einfach mal als Glitch tot. Also, hallo? Falls es einen Fail-Counter gibt, der wird nicht dazu gezählt. Okay. Mario 07? Was zur Hölle war das denn, bitteschön? Also, springen wir einfach mal am Pilz vorbei. Mario nimmt keine Drogen. Ich meine, es wäre ja in Ordnung gewesen, wenn ich mich irgendwo zwischengebackt hätte, dass ich aus der Welt geschoben werde. Aber hallo? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Also ich meide ab sofort Wände bei diesem Projekt. Wände sind böse. Einsatz Wände sind Wände. Böse. Mhm. Ja, kommt wieder die Tine Hitler. Wer? Wie die Tine Hitler? Nein, ich sagte jetzt keinen anderen Namen, ja. Du kannst ja auspiepen. Ja, ich sag dazu nur ein Marsch in vier Wänden. Da ist die Wand. Ja, ich sag dazu nur ein Marsch in vier Wänden. Warst du nicht ein Marsch in 8 Wänden? Ja, ein Marsch in 8 Wänden. Ja. Oh, ich sag dazu nichts. Moment. Ich brauch dich! Nein, hätte weiterspringen müssen. Ah, scheiße, verkackt. Okay. Er kommt doch wieder. Ja, aber er springt nicht mehr. Doch. Nee, er rennt ja jetzt nur noch. Ich dachte, er springt, wenn du wieder rausgehst und ihn nicht getötet hast. Ja, okay, das kann sein. Oh, das war diese fiese Stelle. Ja, siehst du, er macht's. Da. Komm mal hoch hier.
Na? Jetzt rüber. Oder nee, doch nicht. Lol. Du bist ein Doofkopf, ey. Jetzt musst du doch mal rausgehen. Hallo? Bist du ganz weg? Weg. Mario 07, der beste Hackersteller EU West. Das war auch gekonnt. So, komm her, komm. Nein, nicht wieder zurück. Nein. Oh. Okay. Nein. Jetzt komm, komm, komm. Komm hierher. Komm hier. Komm. Ich mag gar nicht mehr. Yay! Ich hasse dieses Spiel. So, ich halte mich von Wänden fern. Oh Gott, ich liebe diesen Hack nicht. Muss es 100% sein? Müssen es alle... 96 Exits hat er... Also ich würde es schon gern richtig schaffen. Ja, ich auch. Wir hatten es, glaube ich, ja ohne mein Zutun auf keine Safe-Sets geeinigt. Ja, ich würde allerdings schon fast sagen, falls der Frustlevel zu sehr ansteigt, bevor das Spiel keinen Spaß mehr macht. Eiswelt. Zum Beispiel. Also die Eiswelt ohne Safe-Sets, das wird hart. Das wird echt hart. Ich muss nochmal gucken, wo bei diesem Emulator eigentlich die Safe-State-Tasten sind. Weil bei dem neueren Emulator kann man sie ja auf den Controller legen. So, du darfst das mit dem Sieg auch nicht, ich probier's mal. Jo, du hast ja zwei Pilze. Vorsicht. Ich weiß nur, sobald er da oben ist, musst du ihn nochmal anhitten, dass er rennt. Das gibt's nicht, er schafft's einfach. Er schafft's einfach. Okay. So viel zu, er schafft's einfach. Leck mich. Den Scheiß kannst du machen. Okay, ich versuch's nochmal. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Ich arbeite gerade einen Schlachtplan aus. Ich hätte es ja beinahe geschafft, nur hab mich dann in die Enge gedrängt und da fühle ich mich ja nicht wohl. Das ist nicht nett, wenn man einen einzwängt. Mm-mm. Man braucht doch seine Freiheit. Ja, das passt Freiraum. Eben gerade zu dieser epischen Musik. Ja, klar, hier bräuchte ich ein Power-Up, habe ich nicht. Danke, Mario 07. Das ist dieser Hackersteller. Also, ich hab's am Anfang gesagt, ich lasse an dem kein gutes Wort. Ich merk schon. Der hat bei mir verschissen. Der hat bei mir damals verschissen mit in einem Level. Ach, das, was du mir gezeigt hast, ja. Mhm. Ja. Mit beiden. Ja. Stimmt, das waren ja zwei. Ja. Einmal Hydropie und einmal Bullet Bill. Oh, nö. Scary House mit Secret Exit. Nö. Mit Secret Exit sieht man am Ausrufezeichen. Das habe ich mir gemerkt. Geisterhäuser mit Ausrufezeichen sind Secret Exit Geisterhäuser. Ja, das vor allem. Ich habe nur noch drei Leben. Das bedeutet, ich sollte mal anfangen, ein paar Münzen zu sammeln. Warum ist er jetzt gerade nicht gesprungen? Mario, was hast du für ein Problem? Geh mal da runter. Danke. Boing. So. Ach, eigentlich. Das Schlimme ist, hier gibt es ja auch kein. Ja, das habe ich auch schon geschafft. Das Schlimme gibt. Es gibt ja wirklich kein Level, wo man farmen kann. Ja. Bei Mario's Amazing Adventure gab es ja damals zumindest ein Level, wo man farmen kann. Das habe ich noch nicht gespielt. Also, ich habe es mal angefangen, aber. Das war der erste Mario-Hack, den ich im Together gespielt habe. Da gibt es einen Wald, der ist böse. Also, ist dieser Hack richtig geil. ja. Okay, ich komm nochmal. Klapp, klapp. Ich komm nochmal rein. Kann ich nochmal reinkommen? Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja. Tschüss. Du bleibst da drüben stehen. Okay, jetzt nochmal. Mit voller Konzentration. Du darfst ihn nicht anhitten, das weiß man doch. Ja, apropos, das weiß man doch. Da kommt in wenigen Tagen eine neue Folge raus. Ah. Hat er heute auf Twitter geschrieben. Okay, und rüber. Nein! Oh, du bist doch ein... Okay. Nein! Oh, Mann! Ich weiß, das habe ich auch ewig gebraucht. Es ist doch zum Mäusemelken. Wie auch immer man Mäuse melken soll. Wer ist denn eigentlich auf diesen Spruch gekommen? Ich weiß es nicht. Bleib! Jetzt darfst du nochmal. Du kommst jetzt hier hoch. Und dann springst du hier rüber. Was? Ich komm nochmal rein. So viel zuhören, dann springst du darüber.
Nö. Das war jetzt taktisch unklug. Es funktioniert nicht. Jetzt ist er weg. Okay, nochmal. Ich muss so ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, weil er hat hier aber auch wirklich nirgends einen Koopa reingesetzt. So auf die Art, ja, komm. Du musst von oben springen, anders funktioniert das nicht. So. Komm, komm, komm. Ich glaube, jetzt hast du schon versaubeutelt. Ja. Ja. Okay, ich komm noch rein. Oh Mann. Marvo! Komm hierher. Jetzt springt er da rüber. Ja, jetzt musst du dann gleich rüberspringen. Oh. Ah! Jetzt hoch, rüber. Ist mir scheißegal jetzt. Komm. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Komm, komm, komm. Nein! Ich will mich durchglitschen. Geht nicht. Vielleicht kommt er nochmal. Vielleicht kommt er nochmal, aber jetzt bin ich klein. Nee, kommt nicht. Nö, du musst kommt die Startmaus nicht mehr selecten. Ja. Bin ich dann nochmal dran? Eigentlich? Nö. Nö. Ich bin dran. Natürlich ich nicht. Mach noch Scary House. Oh Gott. Oh, ja, danach muss ich den Part beenden. Ich hab nicht auf die Zeit geachtet. Na, macht nix. Na. Passt oh. Schon Überlänge, die Zuschauer freuen sich. Ja. Na, die haben eh schon abgeschaltet. Ich kenne euch doch. Oder guckt ihr noch zu? Die haben spätestens mit dem Rankenlevel abgeschaltet. Ja. Auch nur ich erinnere mich an dieses Level. Da gab's so ein. Ich weiß, glaube ich, sogar noch, wo der hässliche Secret Exit war. Ich glaube, ich auch. Ich glaube, da musste man auf irgendeinen blöden toten Yoshi hier rumreiten. Oh Gott, ja. Mal du da weg. Das ist ein Leben. Aha. Leben könnte ich mal langsam gebrauchen. Ja, das solltest du dir vielleicht holen. Wenn ich drankomme. Ach, hier war das. Scheiße. Ah, scheiße! Da oben war der Schlüssel auf jeden Fall. Ja. Nur... Komm da oben. Okay. Ich glaube, an der Stelle beenden wir den Pfad einfach mal. Danach versuche ich mal diesen komischen Chuck da nach oben zu lotsen. Wie auch immer das funktionieren soll. Der Frustlevel steigt. Der Frustlevel steigt. Overnight Ausland. Fast. Ist ja eigentlich ein Übersetzungsfehler, aber ist okay. Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss.